Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 19. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession und danach berechnen sie ihren Horoskopen. Es ist eine andere Berechnung, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Heute ist Vollmond. Was bedeutet das überhaupt? Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt den Licht von der Sonne. Wenn die beiden sich treffen, dann ist es Neumond. Dann entfernt sich Mond von dieser Position. Sonne beleuchtet. Mond bewegt sich auch schneller als die Scheinbewegung der Sonne und bekommt immer mehr Sonnenlicht. Und wir erleben das als zunehmende Mondphase. Wenn die beiden Lichter gegenüber stehen wie heute, dann ist es Vollmond, weil die Sonne kann voll und ganz den Mond beleuchten und für uns ist dann sichtbar. Mond bewegt sich schneller als die Scheinbewegung, die Sonne entfernt sich von dieser Position und beginnt die abnehmende Mondphase. Heute ist Vollmond und wird etwas beleuchtet. Und das, wo sich gerade dieser Vollmond befindet, das ist heute die Tierkreiszeichen Löwe, das sind die Hauptthema, wo wir uns Gedanken machen sollen und die Aufmerksamkeit da in diese Richtung lenken. Die Tierkreiszeichen Löwe zeigt uns unsere Werte, das Selbstbewusstsein. Und das ist ein sehr wichtiges Thema gerade. Oder etwas ins Licht zu bringen, in die Öffentlichkeit. Immerhin regiert Sonne über die Tierkreiszeichen Löwe und Sonne zeigt die Wahrheit, die Klarheit, das Licht. Sonne zeigt auch diesen Glanz und wir sollen uns selbst auch mal in den Mittelpunkt stellen, uns sichtbar machen oder wir sollen die Wahrheit ins Licht bringen, die Wahrheit erfahren, unseren Augen öffnen. Sonne steht in Verbindung zu unserem Auge und Sonne steht auch in Verbindung zu unserem Herz. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema gerade, unserem Herz, unserem Herzensangelegenheit. Ich vergleiche das mit einer Schatztruhe. Alles, was uns wertvoll ist, ist in dieser Schatztruhe drin. Das ist immer eine Herzensangelegenheit. Ob das jetzt die Berufung ist oder ein Hobby ist oder Kunst, Kreativität, Sport, Bewegung, Natur, Familie. Und natürlich auch die liebe Partnerschaft. Es sind alles Herzensangelegenheiten und das, was dieser Vollmond gerade beleuchtet, wie wichtig das ist. Und vor allem nähert sich Mond zu einer Verbindung zum Regulus. Morgen ist das eine exakte Verbindung und Regulus gilt als königlichen Stern. Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher, immer gewesen.
Und Regulus ist nichts anderes als der Herz der Löwen, weil Regulus befindet sich in Tierkreis eigenen Löwe. Das ist das Herz der Löwen. Und da nähert sich diese Mondbewegung und dieser Vollmond beleuchtet das auch, wie wichtig ist auf unserem Herzensangelegenheiten hören, unserem Herz kümmern. Und natürlich die Liebe ist ein Balsam für unserem Herz und Seele. Suraya ist die Sonne in indischen Mythologie. Suraya befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Sonne oder Suraya zeigt die Monatsthemen. Die Monatsthemen sind die Wassermann-Themen. Wir können Wassermann vergleichen mit einem Adler. Es gibt tatsächlich ein Sternbild im Himmel und dieses Sternbild heißt Adler. Altair ist die Hauptstern von diesem Sternbild und steht in Verbindung zum Wassermann, steht in Verbindung zum Steinbock, befindet sich auch in diesem Bereich. Und nicht nur dieses Sternbild hat einen Einfluss auf die Wassermann, sondern die Mythologie, die klassische Mythologie erzählt auch von Wassermann, steht auch mit Adler in Verbindung. Ein Adler hat ihn gebracht zum Olymp und das war der Wunsch von Zeus, der Mundschenkel. Bei den Tafeln, bei Göttern spielt auch die Adler eine Rolle. Für uns bedeutet diesem Adler, wir brauchen einen Weitblick. Und das ist die Monatsthema. Außerdem, die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement und das schenkt uns die Leichtigkeit. Aber nicht nur das, sondern es steht in Verbindung als Element, als Luftelement zu unseren Gedanken und Ideen. Das ist die Ideenreichtum der Wassermann. Und das, was wir gerade beherzigen sollen, unseren Ideen verwirklichen und wir brauchen diesen Weitblick, diesen Adlerblick. Und natürlich die Augen öffnen auf etwas und erkennen auch die Wahrheit. Und das zeigt nicht nur das Wassermann, sondern gerade diesem Vollmond. Soma ist Mond in indischen Mythologie, wobei es gibt mehrere Begriffe zum Mond. Einer davon ist Soma. Mond befindet sich im Löwe. Mond nähert sich zum Regulus und morgen treffen sich die beiden und es wird sehr intensiv spürbar. Das habe ich erklärt, was das auslöst. Agni ist die Feuergott in indischen Mythologie und steht mit Mars in Verbindung. Mars befindet sich im Widder. Widder symbolisiert Neuanfang. Und viele Männer stehen auch gerade bei einem Neuanfang, weil Mars ist nicht nur die Kraft, was alles in Bewegung setzt, sondern symbolisiert die Männer. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird mit ein D geschrieben. Ich habe ein Bild von Buddha mit 2D geschrieben und das bedeutet schon die Erleuchtung. Aber ich verwende jetzt diese Karte für Merkur und Merkur bewegt sich in den Tierkreiszeichen Wassermann. Indra ist Jupiter in indischen Mythologie. Und Jupiter befindet sich im Skorpion
ich setze Indra zum Skorpion. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und Venus befindet sich in Schütze. Und Venus symbolisiert Schönheit, Kreativität, Ästhetik, Harmonie und natürlich auch Liebe, aber nicht nur das, sondern symbolisiert uns Frauen. Der Mann und die Frau, beide sind in einem Feuerelement und wenn sie in die gleichen Elementen sind, entsteht auch Harmonie, also die weibliche und männliche Energie steht in Harmonie. Saturn steht mit Skanda in Verbindung und Saturn befindet sich auch im Schütze und die beiden Planeten Venus und Saturn bilden sich eine Konjunktion hier im Schütze. Diese Konjunktion bedeutet, dass sie treffen sie sich und wirken zusammen. Weder Venus kann jetzt alleine was bewirken, noch Saturn kann alleine was bewirken. Sie verschmelzen sie sich. Und Saturn natürlich hat hier was zum Sagen. Erstens für uns Frauen, zweitens im Thema Liebe, Partnerschaft. Saturn möchte etwas in Form bringen. Möchte uns zum Sicherheit und Stabilität führen, aber erteilt auch Lernaufgabe. Welche Lernaufgabe haben wir gerade? Davon erzählt die Schütze. Die Schütze ist die Feuerelement. Und das ist Feuer und Flamme zu sein von etwas, zeigt auch die Begeisterung. Und alle Feuerelementen könnt ihr leicht begeistern von etwas. Das ist wie eine Zünde Feuer und sofort ist die Bewegung da, die Aktivität und Begeisterung. Die Schütze neigt dazu, in verschiedenen Hochzeiten zu tanzen oder begeistert zu sein mit verschiedenen Dingen und dadurch verlieren sie die Orientierung. Aber die Schütze vermittelt etwas sehr, sehr Wichtiges. Nicht nur für die Schützengeborenen, sondern für uns alle. Und gerade Venus-Saturn zeigt uns, was ist wichtig jetzt in die Liebe-Partnerschaft oder für uns Frauen als Lernaufgabe. Und das belehrt uns gerade die Tierkreiszeichen Schütze. Weil die Schütze zeigt in eine Richtung geradeaus. Und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und das ist die Orientierung. Und die Schütze zeigt dann, wie wichtig das ist, Ziele setzen. Was beschreibt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße? Beschreibt unseren Wünsche. Unseren Wünsche und unseren Sehnsüchte. Und all das, was wir wünschen, das ist für uns wertvoll. Und da sind wir wieder bei unserem Schätze, was auch unserem Herz auch sagt. Öffnen diese Schatztruhe. Dann haben wir diesen Blick, was ist für uns wirklich wertvoll, das entspricht unseren Wünschen, dann haben wir schon die Orientierung. Und genau das zeigt Venus-Saturn. Das ist der Weg. Und das ist der richtige Weg. Und Saturn zeigt, das führt zum Sicherheit, Stabilität, Struktur. Saturn vermittelt auch Ernsthaftigkeit, wie wichtig das ist und wir sollen das auch ernst zu nehmen, unseren Träume, unseren Wünsche, unseren Sehnsüchte. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und wir schauen die Elemente an. Feuer, Erde, Luft und Wasser, weil wir brauchen jeden Tag die Gleichgewicht. In erster Linie sollen wir auf unserem Inneren achten,
im inneren Gleichgewicht bleiben, in Ruhe. Und in Ruhe liegt auch die Kraft. Dann betrachten wir die kosmischen Einflüsse und wir sehen, es ist nicht die Gleichgewicht. Es fehlt etwas. Und das sollen wir betonen, damit das alles energetisch in Gleichgewicht bringen. Und das ist gerade die Erde-Element. Hier ist gerade kein Planet im Erde-Element. Auch Sonne, Mond, die beiden Lichter sind auch einmal Mond im Feuer-Element und Sonne ist im Luft-Element. Also wir sollen auch auf dem Erde-Element konzentrieren. Und die Erde-Element vermittelt erstens die Realität, die Finanzen, Materie. Natürlich damit hängt zusammen auch unsere berufliche Situation. Und Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen. Die Erde-Element vermittelt noch etwas und das ist die Natur und unserem Planet Erde. Wir leben in diesem Planet, das ist unserem Heimat. Und wir sollen auch unserem Heimat kümmern, unserem Planet Erde. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Uranus ist im Widder und sorgt für Umbrüche und Veränderungen. Neptun zeigt unseren Wünsche, unseren Träume, lässt uns auch inspirieren und Pluto die inneren Kraft im Schützen. Die Verbindungen. Venus und Saturn steht in einer Verbindung, das habe ich erwähnt. Merkur und Neptun bilden sich auch eine Verbindung. Das habe ich gestern schon erwähnt. Worauf sollen wir achten? Merkur ist der Planet der Handlungen, Terminen, Verträgen, aber auch Wissen, ein Austausch und Kommunikation. Bei Neptun ist es schwieriger zum Beschreiben, weil Neptun kann man nicht greifen. Neptun ist schwierig auch zum Verstehen. Neptun sollten wir fühlen. Neptun symbolisiert unsere Träume, unsere Visionen, lässt uns auch inspirieren, etwas bildhaft darstellen. Natürlich mit Merkur heißt das Kunst in die Sprache, aber auch Terminen, was die Kunst, Kreativität betrifft, bei Selbstständigkeit, bei Künstlern ist das eine sehr, sehr wichtige und vorteilhafte Verbindung. Aber Neptun kann uns auch etwas vortäuschen. Und damit meine ich nicht, dass Neptun das auslöst, sondern die Menschen, die mit dieser Neptun-Energie irgendwelche Traumbilder uns erzählen, was vielleicht gar nicht die Realität entspricht. Und das kann täuschend sein und führt natürlich zu Enttäuschungen. Uranus hat einen Einfluss auf Mond und hat einen Einfluss von der Sonne. Und diese Verbindung ist schön und angenehm. Eine sehr schöne harmonische Verbindung. Und das bedeutet, wenn wir gerade in einem Neuanfang sind oder wir möchten etwas verändern in unserem Leben, Uranus begünstigt gerade, bestrahlt sehr schön diesen Vollmond, auch die Sonne, auch Mond. Bei einem Vollmond sollen wir noch etwas achten. Die beiden Lichter liegen gegenüber. Sonne ist in Tierkreiszeichen Wassermann, Mond ist in Tierkreiszeichen Löwe. Und diese gegenüberliegende Position bedeutet, sie spiegeln etwas.
Und das können wir auch erleben, gerade bei diesem Neumond, dass jemand oder etwas spiegelt uns etwas, was für uns wichtig ist. Und wir sollen auch in diesem Spiegel schauen oder wir spiegeln für anderen etwas. Aber nicht nur das bedeutet diese gegenüberliegende Position, sondern das ist wie eine Waagschale, wie eine feine Apothekenschale. Und das sollen wir ausgleichen, ausbalancieren. Und das wirkt auf unserem Inneren. Wir sollen heute im inneren Gleichgewicht bleiben. Wenn dieses Gleichgewicht kippt, dann fühlen wir uns unsicher, dann kommt vielleicht sogar Nervosität oder innere Unruhe. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.